Das sind wir. Hauen und hören? Ja, okay. Ja. Ich lehne mich wieder zurück. Ja, ich auch. Die Leute sollen meine Waden sehen. Und meine Leggings. Da habe ich direkt Werbung für Prozis gemacht. Füße verkaufen mehr. Ich habe auch Füße. Aber ich brauche Kuschelsocken. Auch wenn es warm ist. Eine alte Frau kriegt schnell kalte Füße. Okay. Wir sind wieder da. Wie lange haben wir Pause gemacht? 3 Wochen. Drei Wochen. Brutal. Ja. Aber auf Big Zone, auf dem Big Zone YouTube-Kanal, manche Leute haben das noch gar nicht mitbekommen, mache ich jede Woche ein Q&A. Fritz Friday. Ja. Ich habe noch keins angeguckt, aber es ist bestimmt interessant. Doch, nein, eins habe ich live gesehen. Stimmt. Ja. Jede Woche beantworte ich ein paar Fragen. Und ich muss sagen, die Fragen da sind teilweise richtig interessant. Im Gegensatz zu hier. Nein, das sind so richtige, also die letzten 2 Folgen oder 3 Folgen, da waren so richtige Fragen da, wo ich mir auch gedacht habe, oh, das würde mich auch interessieren. So wie das mit dem Fett. Ob man älteres Fett hat. Ja, so. Stimmt. Das ist vielleicht interessant. Pass auf, einer hat gefragt, wenn man jetzt fett ist, werden diese Fettzellen, also längere Zeit, 10 Jahre oder sowas, ja? Oder ganzes Leben. Viele genau. Sind ja schon seit 30, 40 Jahren fett. Man verbrennt ja das Fett nie, im Grunde. Weil man ja immer gleich fett ist oder noch fetter wird. Werden diese Fettzellen irgendwann einfach ausgetauscht? Oder bleiben das immer die gleichen? Dieselben, besser gesagt. Und dann habe ich mir auch gedacht, weil wenn also Hämoglobin, also rote Blutkörperchen, die werden ja alle nach 3 Monaten ungefähr so mal, also die Lebenszeit von denen ist ungefähr 3 Monate. Da sterben die halt ab und dann kommen neue. Aber bei Fettzellen ist ja so, die sterben ja nicht ab, die bleiben ja, die Anzahl. Ich glaube auch, dass bei fetten Leuten, also beides, dass teilweise richtig altes, 20 Jahre altes Fett oder so da schon drin ist und auch dafür sorgt, dass so Entzündungswerte erhöht sind und generell richtig ungesund sind. Also ich kann mir richtig vorstellen, dass das so richtig widerlich alte, ungesunde Fettzellen sind. Und teilweise gibt es aber auch so frische, neue. Ich meine generell, wenn du immer fetter wirst, dann hast du ja auch irgendwann richtig viele Fettzellen und auch neue Fettzellen. Und da ist dann frischeres Fett drin, würde ich sagen. Ja, und nach der Logik, dass die irgendwann ausgetauscht werden oder so. Also wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt davon ausgeht, die werden irgendwann ausgetauscht. Das ist ja auch irgendwie nicht möglich, weil ja um eine Fettzelle, sagen wir mal theoretisch, die wird jetzt zu alt. Dann musst du sie ja kaputt machen. Das Fett, was da drin ist, wird ja dann freigesetzt. Aber warum sollte der Körper das tun? Das genau, ist ja ein genau. super dann, aufwendiger jetzt, Prozess. Das Fett wird dann freigesetzt. Und du, sagen wir, du isst immer den gleichen Kalorienwert. Dann würdest du ja theoretisch abnehmen. Weil mit der Zeit sterben die Fettzellen ab. Aber wenn du nicht mehr zunimmst, dann würden ja irgendwann immer mehr Fettzellen absterben. Verstehst du? Das werden immer weniger. Und du nimmst nicht mehr, du nimmst ja theoretisch, sagen wir, du nimmst nicht mehr zu, du isst keinen Kalorienüberschuss mehr, sondern immer nur Erhaltung. Und mit der Zeit sterben immer mehr Fettzellen ab, weil die zu alt werden. Dann hättest du ja irgendwann keine mehr. Ja. Verstehst du? Und durch den Erhaltungskalorienwert hat der Körper auch keinen Grund mehr, neue zu machen. Jetzt habe ich mal ein bisschen rumgelesen und habe dann so rausgefunden, dass es da wirklich Studien gibt. Da werden irgendwie Fettzellen so markiert, C17 oder C14 Kohlenstoff
Ionen wird da so markiert, radioaktiv. Und dann haben die rausgefunden, dass nach ungefähr 8,3 Jahren bei den meisten Leuten, wo sie das gemacht haben, die Hälfte der Fettzellen erneuert waren. Mhm. Jetzt weiß ich aber nicht, haben die vielleicht in diesen 8 Jahren mal zugenommen und dann wieder abgenommen, und weißt du, verstehst du, was ich meine? Und die, die sozusagen ganz unten im Stapel lagen, sind immer noch dieselben. Ja. Ja? Das ist so eine Sache. Ja? Weil 8 Jahre ist schon lang, wenn man es vergleicht. Wenn man es vergleicht mit einer Blutzelle, 3 Monate. Also mit einem roten Blutkörperchen. Also ich glaube, es ist wirklich unabhängig davon, ob man jetzt zunimmt oder ob man die ganze Zeit fett bleibt. Ich denke, dass immer so ungefähr die Hälfte drin bleibt und du wirklich ein Leben lang teilweise die gleichen Fettzellen hast. Glaube ich auch. Und so die andere Hälfte immer so, ja, geht was raus, geht was rein. Vor allem habe ich dir schon mal erzählt, wenn ich so, ich mache ja Coaching und dann habe ich Kunden, die nehmen viel ab, teilweise. Ja? Mhm. Und auf einmal werden ihre Leberwerte und so endschlecht. Alle Werte gehen hoch, obwohl sie abnehmen. Da denkt man, ey, der ist jetzt gesund und so, macht jetzt mehr, bewegt sich mehr. Wieso wird der jetzt plötzlich kränker? Mhm. Und dann ist es so, der Körper speichert Giftstoffe, also alles Mögliche, diese Umweltgifte, die man den ganzen Tag aufnimmt, im Fettgewebe, sozusagen für später. Also der denkt sich so, der verstoffwechselt und filtert halt das, was er halt gerade so filtern kann, und alles, was zu viel reinkommt, sagt er, ah, das lege ich erstmal ins Fett hier, darum kümmere ich mich später. Ja? Und dann wird es sozusagen verschüttet, sowas, ja? Und wenn man dann abnimmt, dann werden diese ganzen Giftstoffe wieder freigesetzt auf einmal, weil das Fett sich auflöst. Und dann haben die Kopfschmerzen und so grippeähnliche Symptome manchmal und so. Und das zeigt mir auch, dass da wirklich Fettzellen sind, die halt ewig alt sind. Das ist schon brutal. Oder besser gesagt, deren Inhalt. Ich glaube, das sind auch diese richtig festen, harten Fettzellen. Man das manchmal sieht, wenn das so richtig absteht, so richtig hart, und da drauf sind dann so diese weichen, frischeren. Und was ich dann noch gelesen habe bei meiner Recherche ist, dass die Anzahl der Fettzellen, die man besitzt, sein ganzes Leben lang, festgelegt wird ungefähr bis zum 20. Lebensjahr. Also so viele Fettzellen, wie du bis zum 20. Lebensjahr erschaffen hast durch deine Essgewohnheiten, so viele hast du dann den Rest deines Lebens. Aber wenn man richtig viel Fett zunimmt, dann können sich doch auch neue Fettzellen bilden. Ich glaube schon später, aber das ist ein schwererer Prozess wie am Anfang, wie in den ersten Lebensjahren, in den ersten 20. Ansonsten danach ist es erstmal so, dass nur die, die da sind, immer größer werden. Ja. Aber jetzt für alle, wenn ihr mit 20 krass, krass mager seid, dann können die sogar halt da noch Fettzellen verlieren. Weißt du, was lustig bei mir ist? Genau wo ich 20 war, genau zwischen 19 und 20, da habe ich so eine endkrasse Diät gemacht für den Wettkampf. Mit nur Fisch wochenlang und so. Und da war ich so ganz dünn. So dass alle gedacht haben, ich bin, also es sah halt abartig krass aus, ja. Habe ich vielleicht Glück gehabt, dass ich dann wirklich genau zu dem richtigen Zeitpunkt noch alles Fett verbrannt habe. Und dann... Meinst du echt so, dass irgendwann der Körper sagt so, ah, jetzt ist der 20, alles was danach kommt, das zählt dann nicht mehr. Ja, da werden dann keine neuen mehr gebildet, da werden dann nur die, die da sind, können nur größer werden. Oder fast keinem. So, das ist halt Studien. Das ist halt ein bisschen nach Bro-Science. Nein, das ist die Studienlage. So ist gerade der wissenschaftliche Standard. Das wird ja auch nicht bei jedem im gleichen Alter sein. Weil ja, das ist Durchschnitt. Ja. Das ist so, wie wenn man sagt, Pubertät geht bis
25. Hm. Ich meine, es gibt Leute, die sind mit 25 längst nicht mehr in der Pubertät. Ja. Und manche, die haben mit 25, bei denen fängt die erst an mit 19. So, ja. Das ist so, aber das ist gerade die Studienlage, dass ungefähr bis zum 20. Lebensjahr die Anzahl deiner Fettzellen im Körper festgelegt wird. Da sind jetzt bestimmt wieder viele, die drunter schreiben. Nein, es ist anders. Bla bla. Die Hobbywissenschaftler. Ich meine, das habe ich ja jetzt auch gemacht, Hobbywissenschaft. Mhm. Aber ich habe zumindest, ich muss, weißt du noch, haben wir letztes Mal drüber geredet, so Influencer, wo du ganz genau weißt, so Weiber, die zitieren irgendwelche Studien unter so Produkten, die sie bewerben. Denk mir, du hast noch nie die Studie auch mit. Du merkst es daran, wenn sie plötzlich in der Lage sind, das mit einem S und Doppel-S im richtigen Zusammenhang zu unterscheiden, sie sonst nicht können. Dann weiß ich schon immer, du hast einfach nur Copy-Paste gemacht. Ja. Und dann zitieren sie irgendwas so wie, weißt schon so, Schindler et al. 1984, the human fat, was weiß ich, und mir so. Du hast keine Ahnung, was du laberst, und du hast einfach irgendein Zitat hingeschrieben und am Ende eine Fußnote gemacht. Okay. Bei uns ist nichts passiert in den letzten Wochen. Nee, es war langweilig. Ja. Ich habe heute wieder Beine trainiert. Immer wenn wir Podcast machen, habe ich zufällig vorher Beine trainiert. Das ist wirklich Zufall, weil das rotiert ja mein Trainingsplan. Er hat ein Gewinnspiel. Ich habe auch ein neues Gewinnspiel. Ich hatte einen Gewinner gescreenshottet, aber das ist schon so lange her, da muss ich jetzt erstmal suchen. So, da sind Donuts. Da ist er. Das war aber die Frage. Was du antworten würdest auf eine Frage mit Schmerzen, genau. Dingsbums. Und die Antwort war jetzt nichts tun, was weh tut. Aber ich hat der Tun geschrieben? Nichts tun, was weh tut. Dann hat der nicht gewonnen. Warum? Weil ich nicht tun sag. Da muss ich ja jetzt, was hättest du gesagt, nichts machen, was weh tut? Weil ich tun nicht tun sagen. So wäre das gleich durchgefallen. Ja, wirklich. Da muss ich jetzt noch mal neu gucken. So. Ich lese immer so auch so, also wenn ich da so lese, das darf man aber nicht machen tun. Oder so ein Scheiß. Denke ich mir, halt deine Fresse, wo lebst denn du? Und dann schreiben die tun noch mit T-U-E-N. Das ist noch schlimmer. Tun. 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 Euer. Das ist so wirklich so, dann immer so diese Momente, wo ich mir denke, wie bist denn du bitte durch die Schule gekommen? Durch die Grundschule. Dann hat der hier gewonnen. Der oder die? Ja, der kommt. Serva 91. S-E-R-V-A 91. So. Nichts machen, was weh tut. Serva ist auf jeden Fall die weibliche Endung. Ja. Was gab es zu gewinnen? Haben wir was gesagt? Oder nein, ist wir machen doch Überraschung. Und ich weiß, die Gewinnspielfrage, sage ich, also das Gewinnspiel, die Gewinnspielbedingungen, sage ich zum Schluss. Okay. Dann machen wir Fragen, ne? Ja. Wie kommt ihr mit der Hitze klar? Oh, ich hasse das. Ja, ich auch. Ich mag Sommer irgendwie, aber ich mag die Wärme überhaupt nicht. Ich war schon immer mehr so Herbst-Winter-Typ. Und immer, wenn ich in der Küche das Fenster aufmache, machst du es wieder zu. Ja, weil es aussieht, als ob es gleich regnet und ich habe keinen Bock, da hinzurennen.
so. Um das dann zuzumachen. Okay. Hitze ist ganz schlimm. Also warm ist okay. Angenehm warm. So maximal 25. Maximal. Mhm. Und dann, wenn es so 30, 32 noch heißer wird, dann... Oh. Obwohl früher, wo ich dünner war, da mochte ich es warm. Also so richtig, da mochte ich Sommer und es hat mir entgetaugt, ja. Aber jetzt... Als Kind mochte ich das auch, wenn ich so den ganzen Tag draußen war. Ja. Aber jetzt, weiß ich nicht... Vor allem, wenn man so am Schlafen ist und dann nachts aufwacht und man ist so durchgeschwitzt und den ganzen Tag hat man keinen Bock, irgendwas zu machen, weil es so heiß ist. Libido während der Diätphasen steigern. Keine Diätphase machen, ganz ehrlich. Ja, das heißt so. Wenn dein Körperfettgehalt niedrig ist, und dein Körper nicht genug Kalorien zur Verfügung hat für die normalen Alltagsaktivitäten, dann ist seine Priorität halt nicht Fortpflanzung. Weißt schon? Und da gibt es auch so eine, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, aber es gibt da so ein Wort, so eine Hierarchie, die, nach der wir alle unterbewusst leben. Und Nahrung. Die Bedürfnispyramide. Ja, ja, aber da gibt es so einen Namen, irgend so ein Blablabla. Ja? Hm. Nahrung und sowas steht halt über Fortpflanzung. Immer. Außer man halt Nahrung befriedigt, dann fällt es in der Hierarchie weiter nach unten, dann ist Fortpflanzung kurz höher. So. Man kann auch sich Pornos angucken. Das hilft manchmal, ja, wenn man nicht geil ist und dann geil werden will. Wenn man es drauf anlegen will, dann geht es natürlich. Aber es kommt nicht so vom selber, sag ich mal. Ja, dass man sich jetzt so denkt, ich gucke mir jetzt ein Porno an, weil damit, ich habe da voll Bock drauf. Aber es kann helfen. Ja, ja, logisch. Welche eurer Alles-aus-Nichts-Klamotten mögt ihr am liebsten? Hier, das wunderschöne Chest-Day-Shirt. Ich mag die Hoodies in die Acid-Washed Hoodies. Ja, der graue, den mag ich auch richtig gerne. Ja. Ah, und die... Die Leggings, wo wir fast keine mehr von haben. Für die Frauen, die waren geil. Ja, ja. Ich hab die. Da fragen auch end viele nach. Ja. Aber, ja. Die müssen wir nochmal machen, aber dann nicht mit dem Body by Me, sondern alles aus Nichts Logo irgendwo drauf. Das wäre cool. Okay. Sharp and Squat T-Shirts sind natürlich auch cool. Wir hatten noch mehr richtig coole Sachen. Ja, wir hatten schon richtig coole Sachen. Die schwarzen Shaker mit dem roten Logo, die waren richtig geil. Die könnten wir auch mal wieder machen. Und was ziemlich unterbewertet ist, muss ich dir sagen, sind die Cargo Shorts. Die sind ja fast ausverkauft. Ja, aber die waren, das hat ziemlich lang gedauert. Aber die sind richtig geil. Ja. Und die fetten Hoodies aber auch. Also im Winter trage ich die richtig gerne, weil die sind. Ja, die Anzüge, die wir mal hatten, aber jetzt auch die normalen Hoodies. Halt nicht die von Gildan, sondern die dicken. Jetzt kommen aber bald die lang erwarteten Riffelpullover. Ja. Gell? Ja. Aber erstmal eine kleine Auflage. Gleich weg dann. Ja. Okay. Wie viele Carbs isst Roman so an einem Rest-Day? Immer gleich oder abhängig davon, ob er mal mehr Aktivität hat? Am Rest-Day?
esse ich nur einmal. Ja, dann machst du Reni-Style. Ja, ich esse nur einmal und das ist ungefähr zwischen 60 und 100 Gramm Protein und 250 Kohlenhydrate. Manchmal 300 Kohlenhydrate, aber eher so 250. Aber die anderen Tage, muss man dazu sagen, ist immer Minimum 500 Protein und 1200 Kohlenhydrate. Das unterste Limit. 1200 Kohlenhydrate. Ja. Das soll mal einer nachmachen. Mache ich. Ja, aber nicht jeden Tag. Ich habe letztes Mal hat einer geschrieben, da ging es auch um das, gell? In dem Big Zone Q&A. Und dann sagt einer, oh ja, der Chris Baumann, ich weiß nicht mal, wer das ist. Ich habe mir nur den Namen gemerkt. Kenne ich vom Namen her, von Instagram. Ja, der isst auch immer zwischen 2.000 und 4.000 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Und da dachte ich mir so. Der meint Kalorien, ne? Hundertprozentig isst der nicht 2.000 bis 4.000 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Ja. Oder er meint so Trockenmenge an Reis oder so. Ja, aber selbst das wäre viel. Ja, der meint Kalorien. Ja. Hundertprozentig. Niemand isst 2.000 bis 4.000 Gramm Kohlenhydrate. Also 4.000 Gramm Kohlenhydrate. Ja, 2.000 hätte ich noch gesagt, okay, so Strongman oder so, aber 4.000, nee. Ja, vor allem, aber nicht konstant. Ja. Jeden Tag. Selbst also 2000 ist das schon brutal. Weißt schon? Brustvergrößerung plus Straffung steht bei meiner Frau im Dezember an. Soll sie für TB500, dann geht es nicht weiter. Also ich denke mal, ob man TB500 auch bei Brust-OP... Ja. TB500 ist sehr gut für so... ich sag mal, Verletzungen, die fleischig sind. Also genau solche Schnittwunden und sowas. Ja. Mhm. Was kann man gegen Blähungen machen? Nichts essen, was bläht. Das ist so Regel Nummer eins. Regel Nummer eins ist, nichts essen, was einen aufbläht. Ich verstehe nicht, warum das so viele Leute nicht kapieren. Ich glaube, viele wissen gar nicht, wovon sie überhaupt ihre Blähungen bekommen. Also ich weiß das, weil wenn ich was esse und 2 Stunden später Blähungen habe, dann weiß ich, das kommt von dem, was ich gerade gegessen habe. Oder? Mhm. Also grob gesagt kann man so alles Xanthanhaltige oder wo halt viel so, ja, so komische Ballaststoffe drin sind oder mehrwertige Alkohole oder genau. Sowas. Alles, wo hinten Glykol oder sowas steht, ja. Mhm. Glycerol, alles mit Ol, alle Sachen, wo auf Ol enden, so Zusatzstoffe in Nahrungsmitteln oder in so Riegeln und so Zeug oder in aber auch, Zero-Soßen. Auch Xylit, Erythrit. Genau, dann kommt noch Xylit, Erythrit. Und dann kommen natürlich auch Sorbit, kann teilweise auch in Früchten drin sein. Du hast letztes Mal gesagt Birnen, gell? Ja, ganz viele Leute vertragen Birnen nicht, weil sie einen sehr hohen Sorbitgehalt und dazu auch noch viel mehr Fructose als Glucose enthalten. Dann natürlich noch die Klassiker, diese, wie heißt Blumenkohl und so, wie heißen die nochmal, Cruciferus? Kreuzblütler? Ja, irgendwas mit Cruciferus Gemüse. Auf jeden Fall dazu gehört Brokkoli, Blumenkohl, dann viel, also, was bläht noch, Zwiebeln. Knoblauch. Es gibt was, Leute, passt auf, das heißt FODMAP. F-O-D-M-A-P, also Karte, ja. FODMAP,
das kann man googeln. Und das ist eine Auflistung von allen Lebensmitteln und deren Verdaulichkeit. Also je höher diese Lebensmittel auf der FODMAP stehen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Verdauungsbeschwerden und Blähungen machen. Ja? Zum Beispiel Reis ist sehr weit unten auf der FODMAP, also weißer Reis, weil der so gut wie von jedem gut verdaut wird. Es sei denn, er ist einmal kalt geworden und... Dann ist was anderes, ja. Dann erhöht sich der Histamingehalt. Mhm. Aber so, also Reis wird von jedem gut vertragen, im Gegensatz zu Haferflocken, die nicht von jedem gut vertragen werden. Ja. Und so weiter. FODMAP. FOD. Warum trainiert Roman zweimal am Tag, wenn Regeneration so wichtig ist? Wäre etwas weniger nicht mehr? Er kann nochmal fragen, wenn er beim Mr. Olympia 14. geworden ist. Oder er kann nochmal, wir können nochmal drüber reden, wenn er beim Mr. Olympia 13. geworden ist. Dann bespreche ich das Thema nochmal. Außerdem muss ich sagen, dass du für deine Verhältnisse dein Training schon zurückgefahren hast und mehr auf deine Regeneration achtest. Also es ist auch zwischendurch mal ein Tag mit nur einem Training oder regelmäßig mal ein kompletter Rest-Day dabei. Das heißt, sehr früh, also als ich dich kennengelernt habe, war das ja. Undenkbar. Aber weißt du, woran das, glaube ich, liegt? Dass ich mehr Muskelmasse habe. Und es dauert länger, bis ich mich erhole. Verstehst du? Früher, wo ich nur so 110 und so gewogen habe, da konnte ich trainieren, auch mit mehr Volumen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich weniger intensiv trainiere, aber mich hat das Training nicht so fertig gemacht. Und ich war auch danach nicht so lange, also es hat danach auch nicht so lange gedauert, bis ich regeneriere. Aber je mehr Muskelmasse man hat, glaube ich, erstmal desto mehr fertig machst du dich im Training, weil du ja viel mehr Masse bewegst und viel auch mehr, im Alter. Genau, ja, genau. Und desto länger dauert es auch, die Muskeln, die du zerstört hast, zu regenerieren und noch mehr aufzubauen. Get Roman to do more English content again, please. Ja. Mal gucken, was ich da machen kann. Mir fällt nichts Gescheites ein, freue mich aber auf den nächsten Podcast. Unterschied zwischen Vitago und Cluster, was ist besser? Wissenschaftlich ist Clusterdextrin besser. Erstmal ist es glutenfrei, weil Vitago wird aus Gerstenstärke hergestellt. Da sind natürlich dann auch wieder Spuren vom Gluten immer dann drin, ja. Zweitens, beide sind zwar hochmolekular, aber wenn man jetzt dieses Molekülgerüst darstellen möchte, dann ist Vitago einfach so ein großes Netz. So ein, wie im Chemieunterricht, da kennt ihr doch bestimmt diese Bälle, die dann so mit so Linien verbunden sind. Weißt du, was ich meine? Diese Netz. So sieht Vitago ungefähr aus. Einfach so wirr. Und Clusterdextrin, die einzelnen Moleküle, die bilden sowas wie eine Schultüte. Voll interessant. Die Teile, diese Punkte sind so angeordnet. So zack, 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 zack in so Schultütenform. Und wenn man das jetzt im Wasser auflöst und es klingt jetzt endkrass, in diese Schultüte können sich andere Nährstoffe verfangen. So zum Beispiel Kreatin oder Aminosäuren und so. Und in dem Netz nicht? Nee. In dieser die gehen so in diese Schultüte rein und dann werden sie, wenn sie den Magen passieren, mit diesen Schultüten durch die Magenwand geschleust, gleich in den Darm. Zum Beispiel, deswegen wird Clusterdextrin auch so als
Clusterdextrin wird nämlich auch verwendet in Febreze, in diesem Geruchsmittel. Ja? Und zwar ist es so, du sprühst wirklich Clusterdextrin auf deine Couch und so, und dann gehen die Geruchspartikel, die Geruchsmoleküle in diese Schultüten rein und dann riecht es nicht mehr. Und lustigerweise ist es so, zum Beispiel, wenn du jetzt so ein Clusterdextrin in ein Getränk mischt, was Geschmack drin hat, und du machst genug Clusterdextrin rein, dann wird der Geschmack immer weniger. Die saufen gleich bestimmt alle Febreze. Also Febreze ist auf Clusterdextrin-Basis. Wie bekommt man Streifen am Hintern, wenn man schon sehr lean ist? Was kann man machen? Die Leute denken jetzt, es ist, manche können keine Streifen am Hintern bekommen, noch nicht, weil sie nicht genug Muskeln da haben. Sie haben nicht genug Muskelmasse am Arsch, um Streifen zu haben. Also ist ein Muskel nicht immer gestreift durch die einzelnen Fasern? Ja, aber selbst wenn sie dann abnehmen und fast kein Fett mehr übrig ist, ist die Haut immer noch zu dick und die Streifen sind zu fein. Verstehst du? Du brauchst wirklich eine richtig gute Basis an Arschmuskel, dass wenn die Haut dann dünn ist, dass man diese Streifen durch die Haut durchsieht. Wenn du nur so ein, also wenn du nicht genug Arsch hast, ist wirklich so, dann ist die Haut einfach nicht, also die Streifen drücken sich dann nicht durch die Haut durch ab. Waren deine Ex-Freunde auch Bodybuilder? Teilweise, also ich habe nur 3 Ex-Freunde, davon war einer, ich nenne es mal Bodybuilder, also er hat diesen Sport gemacht und wollte auch auf die Bühne, hat es aber nie geschafft. Und die anderen beiden, da, also da habe ich selber den Sport noch gar nicht gemacht. Also ja, 1/3 der Ex-Freunde ist Bodybuilder gewesen. Wird zum Formcheck außerhalb der Wettkämpfe auch mal Farbe bei Roman aufgetragen? Nein. Hund oder Katze? Katze. Auf jeden Fall. Immer. Ich mag ehrlich gesagt auch lieber Katze. Weil Hund ist zu viel Arbeit. Ja. Ganz ehrlich. Hunde sind mir auch ganz ehrlich zu nervig. Die sind so ein bisschen wie Kinder. Zu viel Arbeit. Ja, aber auch so anhänglich und wollen, lecken dich immer ab und so und immer ins Gesicht und was weiß ich. Nee. Manche Leute mögen das, ja. Aber ich bin auch eher so, ich werde lieber, also wenn ich in Ruhe gelassen werden will, dann will ich halt in Ruhe gelassen werden. Und das geht halt bei einem Hund oder so nicht. Wann kommt wieder ein Podcast mit Zinken? Wer ist das? Das ist der Danny von Gannikus. Sehr endgemein. Mir wurde gesagt, er wird so genannt. Ich wusste das auch nicht. Letztens hat mich jemand gefragt, ja, wann machst du endlich den Podcast mit dem Zinken? Und ich dachte mir so, hä, was für ein Zinken? Das haben mich auch schon mehrere Leute gefragt. Und ich meinte so, was für ein Zinken? Ich dachte erst, es geht um eine Nase, also um meine Nase oder so. Und dann habe ich erfahren, dass das der Danny ist. Ist er das wirklich, oder was? Ja. Warum kann man das nicht einfach hinschreiben? Weiß ich nicht. Anscheinend ist das jetzt cool, den Zinken zu nennen. Okay, nächste Frage. Also wann kommt denn ein Podcast? Ich habe doch gesagt, weiß ich nicht. Trotz 7% Körperfettanteil und Sixpack habe ich einen hervorstehenden Bauch. Kann es an der Nahrung liegen? Ja. Ist Roman das größte Pferd bei Big Zone? Aushängeschild. Ja.
keine Ahnung. Ich denke schon, ja. Von den Titeln her halt schon. Meinung zur Lee Priest Off-Season-Form, also gezielt fett werden und danach in Form kommen. Das ist nicht mein Ding. Vor allem muss man bedenken, dass Lee Priest nie richtig hart war. Also nie. Mhm. Der hat immer am Arsch und die Beine waren immer noch, ich bin zwar ein riesen Fan von dem, aber es war immer so ein bisschen, wo du dir dachtest, so, ja. Bis auf einmal, und zwar wo er sein Comeback gemacht hat, das so mit 40 ungefähr, da hat er noch einmal den NABBA Mr. Universe gewonnen. Das war seine beste Form in seiner ganzen Karriere. Aber ich glaube nur, weil er dann in dem Alter nie mehr so fett geworden ist. Mhm. Weißt du, ich meine, so wie früher. Kann Roman mal über seine Gyno-OP berichten? Bei mir steht eine im September an. Pubertätsgyno. Ja, ich bin zum Arzt gegangen. Wir haben halt die ganzen Diagnostiken gemacht. Mammographie und so. Und dann war die Operation. Ganz wichtig ist, ganz wichtig, ansonsten würde ich es nicht machen. Der Arzt muss alles entfernen. Die gesamte Brustdrüse. Nicht irgendwas drin lassen oder irgend so ein Scheiß. Lasst euch nicht von dem Arzt erzählen, dass man das machen muss, aus irgendwelchen Gründen, wenn ihr nicht die gesamte Brustdrüse entfernen lasst, wächst es wieder nach. Egal was der Arzt sagt, wenn er sagt, er lässt was drin oder es geht nicht anders, dann sagt ihr okay, danke schön und geht zu einem anderen Arzt. Ja? Dann bei mir war es nicht nötig, außenrum noch irgendwelche Fettabsaugungen zu machen. Manchmal ist es so, wenn man halt fett ist außenrum und man nimmt die Brustdrüse raus, dann hat man so ein Loch. Dann kann man noch dazu bezahlen, also das muss man extra zahlen, dass es halt außenrum abgesaugt wird. Das Fett, dass man halt nicht so ein Loch hat. Bei mir war das nicht nötig, bei mir war einfach null Fett. Ja. Fettwegspritze kann man auch machen. Ja, aber so. Wenn man schon das operiert, dann macht man es gleich in einem. Ja, stimmt. Und dann wird halt zugenäht. Ich habe dann wirklich 2 Wochen nicht trainiert. Das war das einzige Mal in meinem Leben, wo ich 2 Wochen nicht trainiert habe. Und zwar nur, weil ich halt nicht wollte, dass es hässlich wird. Und ich war da 19. Ja. 19. Wie hat Roman zu Bodybuilding gefunden und was war die Intention dabei? Das ist eine zu lange Geschichte. Darüber habe ich schon endoft geredet. Ja, du warst im Internat, hast diesen Flex gefunden, hast dir gesagt, ich werde Profi-Bodybuilder und dann ist das passiert. Geht Roman aktuell noch zum Physio wegen Wehwehchen oder präventiv? Beides. Ist so, ne? Mögt ihr offene Beziehungen? Ich kenne überhaupt keine offene Beziehung. Ich wollte gerade sagen, ich hätte nichts gegen Leute, die eine offene Beziehung haben. Aber ich will persönlich will ich keine haben. Ja, also mögen ist so, weder mögen noch verurteilen. Ist mir scheißegal, wer mit wem fickt, solange. Wir nur miteinander vögeln. Das ist wie wenn jemand fragt, mögt ihr Schwule? Ja. Solange ich damit nichts zu tun habe, kann jeder machen, was er will. Ja. Ja, fertig. Wie läuft der Abverkauf des Klamottenbestandes? Ich will neue Sachen. Ja. Es läuft ziemlich gut, sodass unsere ganze Wohnung und Halle voll sind mit leeren Kartons, die wir hoffentlich bald entsorgen können. Ging jetzt ganz gut so. Ja. Könnte immer noch besser gehen. Also Leute. Es sind immer noch ein paar Hoodies da für 15 Euro und auch andere Klamotten, wie zum Beispiel dieses wundervolle T-Shirt.
Aber es kommen bald neue Sachen. Also sie sind schon in Produktion. Bietet Roman aktuell Personal Training in seinem Bunker an? Wenn ja, was sind die Bedingungen? Die Bedingungen sind, vorher zu bezahlen. Ja. Also es ist möglich, bei uns im Shop, also eigentlich nur über den Shop, ja, ein Personal Training im Bunker zu kaufen. Körperteil wird von euch bestimmt, also was ihr trainieren wollt. Das Ganze dauert ca. 90 Minuten, also so lange halt wie ein Training dauert. Und ich versuche dabei so viel Wissen und Praxis zu vermitteln wie möglich. Hallo Roman, machst du deine Videos auch für Hobby-Bodybuilder? Und wenn ja, welche Supplements braucht ein 80 Kilogramm Eisensportler wirklich? Und ist es zu viel, wenn ich jeden Tag 2 Stunden trainiere? LG, der alte Mann. Also, ich fange von hinten an. Ob das zu viel ist, keine Ahnung. Weil, also das kann man nicht sagen, ist es zu viel, wenn ich jeden Tag 2 Stunden trainiere. Es kommt halt darauf an, ob man es regenerieren kann, wie lange man braucht, um den Muskel zu erschöpfen und einen Reiz zu setzen. Manche Leute brauchen 45 Minuten, manche Leute brauchen 2 Stunden. Nein, du denkst schon viel zu weit. Trainiert er überhaupt 2 Stunden? Also wie viel von diesen 2 Stunden ist Training? Mhm. Theoretisch könnte er auch jeden Tag das gleiche trainieren, 2 Stunden. Mhm. Weil schon solche Leute gibt es ja auch. Die haben ihr komisches Programm und machen das jeden Tag. Und das dauert halt immer 2 Stunden. So ganz Körperplan. Die machen immer Bankdrücken zuerst und dann Bizeps Curls. Und dann Seitheben und dann Bauchmaschine und dann noch vielleicht ab und zu Beinstrecken und Wadenheben. So habe ich früher auch angefangen. Und Wadenheben im Sitzen. Ja, aber kann der damit von regeln? Das ist so eine Frage, die kann man nicht beantworten. Ja? Ja, aber generell kann man sagen, es ist nicht zu viel. Genau. Aber das ist so ungefähr, wie wenn jemand sagt, hey Roman, ich nehme jeden Tag 3 Magnesium. Ist das zu viel oder reicht das? 3 was Magnesium? Wie viel Milligramm? Weißt schon, und so. Ja? Welche Magnesiumverbindung? Und so. Das ist so eine vage. Ja, das kann man. Dann, was war noch? Machst du deine Videos auch für Hobbysportler? Mhm. Ich mach sie halt für. Für jeden, den es interessiert. Ja. Ne? Also, ich denke mal, damit ist gemeint, ob so auch ein Hobby-Bodybuilder trainieren kann. Ja, das würde ich sagen halt. Sind nicht eigentlich alle, die das anschauen hier, Hobby-Bodybuilder? Ja, außer der Adolf. Der ist Profi und der guckt's auch. Stimmt, der guckt's an. Schönen Gruß, Adolf. Ja, aber verstehst du, ja? Und die wichtigsten Supplements, meiner Meinung nach, haben wir schon drüber geredet. Ein hochdosiertes Multivitamin-Mineralstoffpräparat, dann Omega-3 und Kreatin würde ich jedem empfehlen. Obwohl es ist nicht wichtig, aber es ist so günstig und so effektiv, dass man dumm ist, wenn man es nicht benutzt. Vor allem, weil es auch gesundheitliche Vorteile mit sich bringt, die überhaupt nichts mit Bodybuilding zu tun haben. So wie zum Beispiel hilft es der kognitiven Leistung. Ich muss mehr Kreatin nehmen, merke ich mal. Wenn man es braucht, kann man ein Proteinpulver benutzen. Da würde ich aber auf was Hochwertiges zurückgreifen, wie zum Beispiel Molkenproteinisolat. Man kann aber sein Protein auch mit der Ernährung decken. Na, als Hobbysportler kannst du auch das Konzentrat nehmen, da brauchst du nicht. Ja, aber dann sind wir wieder bei den Leuten, die sagen, ich habe Lirn. Ja. Verstehst du? Hm. Ja. Ja. So. Unwichtig sind auf jeden Fall Pre-Workout-Produkte.
die sind so richtig unwichtig. Also das ist das Letzte, wofür ich Geld ausgeben würde. Mhm. Und ich krieg die umsonst und bestell sie mir nicht mal. Wir könnten mal wieder eins bestellen. Ich könnte mal bei Prozis eins probieren. Habe ich noch nicht gemacht. Mach ohne Koffein dann. Ja, sowieso. Also hier habe ich noch was über Instagram bekommen, weil es zu lang war. Hat die Menge an zugeführtem Testosteron Einfluss auf die DHT-Ausschüttung, also mehr Stoff, höheres Risiko für Haarausfall oder spielt die Menge keine Rolle und man bekommt genetisch entweder Haarausfall oder nicht, egal welche Menge? Also es hat nichts mit der DHT-Ausschüttung zu tun, sondern es ist die Umwandlung von Testosteron zu DHT, die dann vermehrt passiert. Das ist zum Teil genetisch, je nachdem, wie viel dein Körper von dem Testosteron, was du hast oder was du zuführst, zu DHT umwandeln möchte, desto mehr steigt das Risiko für Haarausfall. Aber ich würde ganz ehrlich sagen, guck dein Opa und dein Vater an, mit genau diesem, mit ungefähr diesem Haar, mit dieser Haarmenge kannst du rechnen. Und wenn du Testosteron in hohen Mengen zuführst, dann wirst du schneller bei diesem Resultat landen. Letzte Frage, glaube ich. Ja, letzte Frage. Denkt ihr, dass man Joachim Biehm ähnlich wie Kreatin dauerhaft supplementieren kann? In der Diät ist es logisch, aber denkt ihr, es kann auch einen Benefit im Aufbau geben? Also mir würde jetzt keiner einfallen, außer ja, dass man davon geil wird. Also Joachim Biehm ist ja, also besser, pass auf, Joachim Biehm verhindert die Einlagerung von Fett. Ja? Mhm. Es ist ein ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, ein Alpha-Rezeptor-Hemmer. Und Clenbuterol ist ein Beta-Rezeptor-Agonist. Also Stimulierer. Ja? Und Joachim Biehm verhindert, dass Fett eingelagert wird. Deswegen könnte es theoretisch im Aufbau Sinn machen, diesen Pfad etwas zu blocken, dass man weniger Fett aufbaut. Und ich weiß nicht, ob es Langzeit irgendwelche Nebenwirkungen hat. Das kann ich nicht sagen. Ich auch nicht. Ausprobieren. Naja, ich würde halt den Beipackzettel lesen. Oder googeln. Ja. Joachim Biehm Langzeit folgen oder sowas. Wenn man da was findet. Ja, hundertprozentig. Weil es ist ja ein Arzneimittel, was es in Deutschland in der Apotheke gibt. Und dass es ein Arzneimittel in die Apotheke in Deutschland schafft, jetzt mal abgesehen. Gibt es das in der Apotheke? Ja, jetzt mal abgesehen von der Impfung, die uns alle aufgezwungen wurde. Ja, bis es ein Arzneimittel in die Apotheke schafft, muss es schon einige Studiengänge auch an Menschen durchlaufen haben. Weißt schon? Und deswegen hat man da auch ziemlich. Also man hat das ziemlich gut erforscht. Ja, stimmt. Dann kann man einfach einen Beipackzettel gucken. Da steht das ja immer drin, nicht zur Langzeiteinnahme empfohlen ja. Oder so. Gut, wir sind durch. Dein Gewinnspiel. Passt auf, Leute. Ich freue mich ja immer, wenn jemand drunter schreibt, ah, ich gucke euch so gerne oder euer Podcast ist toll und so Zeug, gell? Mhm. Aber das wissen wir ja mittlerweile. Und ich denke mir immer,
Es gibt ja, also es sind ja immer die, es gibt, es sind ja auch immer Leute, die drunter schreiben, ihr seid so langweilig. Mhm. Die schreiben, das ist immer das Gleiche, die schreiben immer, einschlafen, langweilig, ich gucke auf 1,5 an und so, ja. Mhm. Jetzt sollen mal die Leute, die uns cool finden, ja, die sollen mal den Hatern, wie man so schön sagt, zeigen, wie es geht. Ja? Sagt uns nicht, dass ihr uns toll findet und warum ihr das so gerne schaut. Sagt uns, wie sehr ihr uns hasst. Zum Beispiel, Mann, euer Podcast ist so scheiße. Ich würde lieber eine Steckdose ficken, als euch anzuschauen. Also krasser Dissen als Flair in seinen, ja, Songtexten. So richtig, die einfach so kreative, lustige Sprüche, was ihr lieber machen würdet, anstatt uns anzuschauen. Oder irgendwie, ich hasse euch so sehr, dass ich bla 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 bla. Weißt schon, so halt irgendwas Kreatives, Originelles. Ja? Und der kreativste, originelle Spruch gewinnt, kriegt das Überraschungspaket. Ja. Weil mich langweilt ist, dass diese anderen Idioten immer jede Woche das Gleiche schreiben. Ihr seid so langweilig. Ich bin eingeschlafen. Mhm. Ich mache auf 1,5. Ich meine, das haben wir schon 100 Mal gehört. Jetzt sollen mal die Leute... 1,75. Ja, jetzt sollen mal die Leute, die uns mögen, den anderen Idioten zeigen, wie man es richtig macht. So, haben wir sonst noch was? Du musst deinen Code bewerben. Ah. Ja. Ich kann dir eine Dose. Welche möchtest du haben? GDA, 5HTP. God Plus und GDA. Heute, Leute, weil wir so krass über Verdauung geredet haben. Das gibt es nur noch heute im Angebot, ja? Auf big-zone.de. Gut Plus, das ist für Verdauung. Gegen Blähungen, gegen Sodbrennen, bessere Proteinverwertung und so weiter. Und das hier, GDA, ist für Kohlenhydratstoffwechsel. Nur noch heute, Sonntag, 30% Rabatt auf die. Ab morgen, die ganze Woche, Ashwagandha senkt den Cortisolspiegel und 5-HTP für besseren Schlaf. Das gibt's ab morgen. Ab morgen. Auch 30%. Code ist REX10. Gecheckt? Okay. Jetzt muss ich meinen Code noch bewerben. Ja. Also der Code ist Reni, R-E-E-N-I, bei prozis.de. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ich schlafe.